parallel haben. Und wenn Sie das schaffen, auf einmal entsteht eine völlig neue Qualität. Ja? Von hinten ist das manchmal ein bisschen schwierig am Computer, man muss ein bisschen üben. Ja? Plötzlich entsteht dann eine Dreidimensionalität, die nur dann zustande kommen kann, wenn beide Augen gleichzeitig etwas bisschen anderes wahrnehmen. Ja? Also auch eine Gleichzeitigkeit. Und Sie kriegen eine neue Wahrnehmungsdimension auf einmal hinein. Ja? Neue Wahrnehmungsdimension. Und möglicherweise ist alles Fühlen, also jetzt evolutionär gewachsen, hat möglicherweise mit diesem gleichzeitigen, mit dieser kohärenten Informationsverarbeitung zu tun. Ja? Auch, ich habe hier oben hingeschrieben, Fühlen, Wahrnehmen, Bedeutung. Bedeutung kennt ein Computer nicht. Und Wissen, Wissen hängt natürlich mit Bewusstsein irgendwie zusammen. Oh, das ist das N rausgeklickert. Mit Bewusstsein zusammen. Und das sind alles eigentlich Ausdrucksformen von Gleichzeitigkeit. Wobei Bewusstsein, Sie sagten das im Englischen Consciousness, es gibt aber auch Awareness für Bewusstsein. Ja? Dieses gleichzeitige Gewahrsein ist eigentlich besser übersetzt mit Awareness. Und Bewusstsein ist dieses Consciousness, ist dieses Außen-Draußen-Stehen, ja, und Reflektieren darüber. Ich weiß davon etwas. Das meint man meistens mit Consciousness. Und Awareness ist dieses Drinsein, dieses ich weiß alles, aber ich kann nicht drüber was erzählen. Ja? Also dieses Gewahrsein. Hier geht es mehr um das Gewahrsein, von, wenn ich Bewusstsein hier meine. Ja? Gut, Gleichzeitigkeits- oder Kohärenzräume haben etwas mit Identität zu tun. Also wenn ich aus Legosteinen etwas zusammenbaue, dann weiß Einstein eigentlich nichts vom anderen. Wenn ich ein Bakterium, ein Pantoffeltierchen oder sowas habe, es versucht sich zu schützen als Ganzes. Es hat irgendwie ein Gewahrsein von seiner Ganzheit, weil es sucht Nahrung, ja, nicht irgendetwas in ihm, ein bestimmter biochemischer Prozess sucht Nahrung, sondern das Tierchen sucht Nahrung. Ja. Es braucht irgendwie eine ganze Gesamtvorstellung von sich, sonst kann es gar nicht sinnvoll, also der Sinnbegriff ist gar nicht erklärt sonst. Ja. Also hat mit Identität und mit Ganzheit zu tun und alle Ganzheiten sind eingebunden in eine Staffelung. Ich will Ihnen das mal kurz bildhaft darstellen. Sie haben zum Beispiel die Zelle, die ist meistens bei uns jedenfalls Teil einer einzelnen Zelle von einem Organ, also ausdifferenziert irgendwie. Die Organe zusammen mit den Zellen machen dann die Person aus. Dann haben Sie die Person, die bestimmt sich nicht aus sich selbst heraus, dass ich sage, ich bin, aber wer ich bin, ne? Sondern je nachdem, wenn Sie in die Kalahari fahren und dort sozialisiert werden, sind Sie irgendwie jemand anderes, als wenn Sie, was weiß ich, im Verteidigungsministerium im Pentagon sind. Ja? Und dann haben Sie die Umwelt als wieder größer einbettendes, der Ort, also die Wüstenreligionen sind anders als die skandinavischen oder die keltischen Religionen. Und dann haben sie schließlich den Kosmos noch. Und der Kosmos, das ist ja eigentlich das Erstaunliche, wenn sie Kosmologie betreiben, brauchen sie Input, um sozusagen erkunden zu können, was draußen los ist. Ja? Brauchen sie Input vom CERN. Beim CERN, das ist dieser große Beschleunigerring im französischen Genf, da versucht man die kleinsten Dinge der Welt zu untersuchen, an die man gerade rankommt, die Quarks zum Beispiel, am besten noch tiefergehend. Und da sagt man, wir basteln den Urknall nach, also den Urknall, eigentlich das Universum. Das heißt, im Grunde genommen müssen wir den Kreis wieder schließen, vom Kosmos zum, ich habe hier Atom reingeschrieben, eigentlich müsste Elementarteilchen rein, ja? Aber das wäre zu lang geworden, passt dort nicht rein. Ja? Also, das Ganze ist also wieder in sich geschlossen, wenn Sie sozusagen im Größten sind, wenn Sie an den Rand des Universums gucken, gucken Sie auf den Urknall. Sie gucken also auf einen Punkt letztlich, der allerdings überall außen herum ist. Ja? Und finden dort die gleichen Eigenschaften, die die Leute sozusagen sehen, wenn sie das Kleinste erforschen. Das Ganze ist also sozusagen eine Staffelung, nennt man manchmal auch Holarchie, also von Holon das Ganze, und Hierarchie, also eine hierarchisch geordnete Ganzheitsstaffelung. Ja? Das gemeinsame Kennzeichen von Ganzheiten ist erstens einmal ein Gewachsensein. Also das entsteht nicht einfach irgendwie spontan und plötzlich, sondern es baut aufeinander auf. Ja? Sie haben diese holarchisch gestaffelten Kohärenzen und Sie haben jeweils, also eine Zelle ist sozusagen fast eine Identität, aber ohne ein Umfeld ist es irgendwie nicht. Ja? Und dieses Umfeld hat meistens auch wieder eine Art Identität als Organ, als Person, als soziales Umfeld oder sowas. Ja? Aber immer nur in Bezug auf das Nächsthöhere. Ja? Ein Sachgegenstand, man könnte sagen, ja, Tisch, das ist doch auch, hat doch auch eine Identität oder so. Das ist aber natürlich nur eine, die ich ihm zuschreibe, wenn ich nicht da bin. Der Tisch weiß von sich selbst nichts. Das eine Stuhlbein weiß nichts vom zweiten. Ja? Gut,
Ich gehe mal kurz zwei Beispiele durch. Soziales Umfeld als Ganzheit, ja, das hat erfüllt sozusagen die Bedingungen, das ist kulturell gewachsen. Ja. Also hat, wir haben Normalitätsvorstellungen, unsere Fraglosigkeiten, Selbstverständlichkeiten, die wir gar nicht mehr sehen. Kohärenzen, das sind eigentlich Stimmungen. Also das, da organisiert sich etwas ohne Organisator. Ja. Normalerweise braucht man immer einen Manager, aber bei Stimmungen sind die Leute irgendwie gleich getaktet. Das hat den Charakter von Kohärenzen. Ja. There is something in the air, wird manchmal gesagt, und irgendwie jeder weiß es, aber keiner kann sagen, wo genau das stattfindet, die Stimmung. Ja. Also sie ist nicht festzumachen am Einzelnen. Und Identität hat es eben auch, da sprechen wir von kultureller Identität, eine Kultur weiß um sich und sie ist manifestiert, meistens in Bauwerken, in Kunstobjekten oder so etwas. Daran erkenne ich etwas, da ist etwas auf einen Punkt gebracht, was eigentlich in the air ist. Ja. Gut, ich kann das Ganze übersetzen auf die Zelle. Hat die Zelle eine Ganzheit? Ja, gewachsen sein, evolutionär entwickelt, hat innere Ordnungen, ja, die nicht gebaut sind, sondern eben langsam hervorgegangen. Also immer größere Kohärenzbereiche erobernd. Ja. Selbstorganisation, sie organisiert sich fraglos selbst, erhält sich auch selbst in dieser Kohärenz aufrecht. Ja, es ist ja ein metastabiler Zustand. Meistens wird gesagt, naja, das ist ja ein Programm, die DNS steuert das. Dann frage ich immer zurück, ja, und wer steuert die DNS? Ja, die hat doch keine Augen. Woher sieht ihr denn, was los ist in der Zelle? Ja? Wie macht ihr das, dass ihr sagt, ja, jetzt mal ein bisschen was von diesem Enzym machen. Ne? Brauchst du es gerade? Wenn nicht, dann ach, guck mal, was du machst. Ja? So macht sie das ja nicht. Ja? Sie kann ja nicht denken. Sie kann nur irgendwie resonant, kohärent angebunden sein an den Rest der Zelle. Ja? Und die Zelle weiß um sich selbst. Man kann in diesem Sinne eigentlich von einem primären Bewusstsein schon reden, wobei dieses Bewusstsein nicht mit unserem zu vergleichen ist. Ja? Aber in der Sorge um ihre Ganzheit, da weiß sie sozusagen um ihre Ganzheit. Ja? Meistens sind die Eiweißbausteine irgendwie etwas, was sozusagen Manifestation einer bestimmten Stimmigkeit ist. Ja? Die sind ja hochkomplex. Wie hat sie das geschafft, das so zu machen, indem sie es gebaut hat und einen Zustand immer weiter sozusagen zu manifestieren versucht hat. Ja? Leben verstehen heißt also, wir müssen verstehen, wie sich Kohärenzen bilden und was Identität, wie Identität sozusagen hervorgeht, was das eigentlich meint. Ich will jetzt mal, weil Kohärenzen sozusagen das Zentrale und Wichtige sind, man kann es mit Bezogenheit, also nicht mit Beziehungen, das wären Einzelne, sondern Bezogenheit meine ich dieses Gesamt mit, ja? Mit Bildhaftigkeit übersetzen. Oftmals wird, glaube ich, ich vermute, dass das so ist, dass unser Energiebegriff, den man hier verwendet mit der Energiemedizin, ja, dass eigentlich Kohärenzen damit gemeint sind. Oder auch Feinstofflichkeit. Kohärenzen sind ja nicht irgendwo dran festgebunden, sondern irgendwo sind die dazwischen, aber ohne Stoff kriege ich auch keine Kohärenzen. Also ohne Menschen habe ich keine Stimmungen. Ja? Aber die Stimmungen sind nicht an einem einzelnen Menschen, sondern es sind Kollektivstimmungen. Ich kann sie nicht irgendwo festmachen. Im Grunde genommen müsste man also Energiemedizin ersetzen durch Kohärenzmedizin. Ja? Gut, die These, die ich vertreten möchte, ist, dass Kohärenzen primär sind. Normalerweise wird immer gesagt, naja, zuerst haben wir den Stoff und dann organisiert sich das irgendwie drumherum. Ja? Und dann kriegt das so eine Art Stimmigkeit oder Gleichklang. Ja? Wenn ich zum Beispiel Pflanzen sehe, haben die sich alle so durch Zufall und Irrtum so entwickelt? Ja? Oder haben sie gewisse Möglichkeiten, ein bisschen größer zu werden, ein bisschen kleiner zu werden? Und wenn sie immer von ihrem Umfeld gezwungen werden, sich eigentlich zusammenzuziehen oder stark zu wuchern oder mehr das Wässrige zu suchen, dann kann es sein, dass aus dieser permanenten Anforderung irgendwann das sozusagen übersetzt wird in Regelkreismechanismen. Ja? Das heißt, ich habe eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze dann manifest wird in einer genau stimmigen Weise. Jedes Mal das Gleiche tun müssen. Irgendwie gibt es dann kleine Variationen in einem bestimmten Bereich, aber die sind nicht beliebig. Sie probiert nicht alles aus, sondern hat bestimmte Vorzüge, etwas auszuprobieren, die dann genau in die Richtung gehen, dass sie eigentlich immer größer wächst oder immer zusammengezogener oder dass die Blätter zu Stacheln werden oder so etwas. Ja? Also, die Kohärenzen, diese Stimmungen organisieren, das zeige ich aber gleich noch genauer, die organisieren, wie sich die Stoffe ordnen. Ja? In der Evolutionstheorie, in der klassischen, wird uns immer gesagt, dass der Stoff primär ist und dass ich viel Zufall und Irrtum brauche. Ich will mal kurz zeigen am Beispiel der Kultur. Wir haben ja die Holarchie, da kann ich eigentlich auf jeder Ebene zeigen, dass die Strukturen die gleichen sind. Ja? Und bei der Kultur versteht uns am besten, das ist reine Quantenphysik, es ändert sich nichts, ja, weil die Vorgänge auf jeder Holarchie-Ebene die gleichen sind. Ja. Also, die Kultur existiert zunächst nur in den Köpfen der Menschen. Sie sehen hier die Menge, die irgendwie eine Stimmung zum Ausdruck bringt. Ja.
Ist aber, wenn sie nur in den Köpfen wäre und sonst nichts, dann wäre sie wenig entwicklungsfähig. Ja? Kommt und geht eine Stimmung und dann ist wieder Schluss. Ja? Jetzt gibt es aber die Künstler, die sozusagen irgendwie eine bestimmte Gestimmtheit in Form bringen, wo jeder sagt, ja, so fühle ich auch eigentlich, wenn ich das angucke, dann repräsentiert das genau meine Stimmung. Ja? Und die Menschen erkennen sich daran, ich habe jetzt hier mal das Beispiel einer Moschee gebracht, ja? Die erkennen sich daran und jetzt steht dieses Bauwerk da und man kann sich sozusagen jetzt relativ zu dieser Manifestation neu organisieren. Ja? Und wenn man das eine hat, so, ja, richtet man sich neu darauf ein und kann jetzt sozusagen einen nächsten Schritt wieder gehen. Ja? Also man hat jetzt das für alle irgendwie sichtbar gemacht, man hat einen Orientierungspunkt geschaffen und jetzt, das wäre also ein Wirkstoff in der Pflanze oder ein neues Eiweißmolekül. Ich kann das also übersetzen. Also eine zunächst abstrakte Bezogenheit wird dann manifest, das sind dann Sinngestalten, wirkliche Sinngestalten, und das mündet dann in eine Kulturentwicklung. Ja? Das heißt, die Gestaltbildung geht eigentlich der Manifestation der stofflichen Fixierung voraus. Ja? Das machen Sie auch in der Energiemedizin, indem Sie eigentlich sozusagen gucken, wo Sie etwas kohärenter machen können, wo Sie gewissermaßen eine gesunde Gestalt durch Bewusstsein oder Ähnliches vorausnehmen, sich da irgendwie anzuschließen versuchen, auf das dann in diese Richtung nachher, ja, dass die Stimmigkeit dort erhöht wird. Ja? Also nicht, dass man den Stoff zuerst verabreicht, also ein Kulturdenkmal rausradiert oder neu reinsetzt oder so etwas, sondern man versucht, die Gestimmtheit hier zu ändern. Ja? Gut, der evolutionstheoretische Ansatz, wenn man den verfolgt, dann entstehen die Kulturgüter zufällig, also die Steine sind irgendwie hereingepurzelt und haben sich dann zu einer Moschee zufällig zusammengestöpselt. Ja? Es ist ohne Idee und Inspiration, das ist ja alles zufällig gewesen, ja, und dann kommt das blühende Leben dabei heraus, also die Gestimmtheit der Kultur. Das ist sozusagen der klassische Evolutionsansatz, wenn ich das auf eine Zelle übertrage. Ich habe hochkomplexe Eiweißmoleküle, die irgendwie entstehen, ja. Das ist aber gewürfelt, also rein zufällig, es passt aber gerade mal, ja. Und dann entwickeln sich daraus lebensfähige Zellen. Das ist eine eigentlich schräge Vorstellung, ja, warum sich das mal versucht klar zu machen. Ne? Gut, Kohärenzen. Ich versuche mich der Frage nach Kohärenzen anzunähern über die Frage der Identität, weil man da vielleicht etwas leichter hinkommt. Ja? Es gibt sozusagen, wie bestimme ich, wann etwas mit sich selbst identisch ist? Bestimme ich dadurch, also das ist die alte griechische Vorstellung, dass man sagt, ein Teil ist sozusagen mit sich identisch, wenn es fixe Eigenschaften hat, die gehören dem Ding einfach an und Punkt und Schluss. Egal, wie gut ich irgendwie frage oder welche Fragen ich stelle, das Ding hat diese Eigenschaften Ende. Ja? Die Identität ist dann quasi die Summe der Eigenschaften, egal ob ich sie abfrage oder nicht, es hat sie und vielleicht mache ich irgendwelche Fehler in der Abfrage, aber nicht, dass das Ding irgendwie über- oder unterbestimmt sei. Das ist genau bestimmt und abschließend. Ja? Das Problem ist, wenn ein Ding aber völlig fix ist, dann kann es auch nicht antworten auf meine Fragen. Also wenn ich Licht reingebe und das Ding ist völlig fix, dann, wenn es das Licht absorbiert, verändert es sich. Ja? Dann muss es diese Energie irgendwie aufnehmen, die Lichtenergie. Wenn es sozusagen völlig starr wäre und sagt, ich bin, wer ich bin und Schluss, ne, dann kann es sich nicht verwandeln, also kann gar keine Information rausgeben. Ja? Das heißt, dieses Identitätsverständnis lässt sich so gar nicht aufrechterhalten. Ja? Ich will Ihnen das kurz an elementaren Beispielen mal klar machen. Sie haben Elektron und Photon und jetzt möchte ich wissen, wie sieht denn so ein Elektron eigentlich aus? Ne? Jetzt gehen die da zusammen, jetzt passiert irgendwie etwas und gehen so ein bisschen anders hinaus. Ja? Also wenn die nicht anders hinausgehen, erfahre ich überhaupt nichts. Ja? Da muss sich was verändern. Aber wenn sich das eine verändert, kann es nicht sein, dass das andere unverändert bleibt. Ja? Und dann habe ich das Problem, ja, wer ist nun wie? Ne? Hat jetzt das Photon Auskunft darüber gegeben, wie das Elektron aussieht, oder hat das Elektron Auskunft gegeben, wie das Photon aussieht? Ich weiß es eigentlich nicht. Ja? Ich habe hier nur eine gegenseitige Wechselbestimmtheit. Ja? Ich kann also nicht sagen, es hat die Eigenschaften, sondern meine Frage daran ist entscheidend. Es ist keines aus sich heraus vollständig bestimmt. Das heißt, ich habe die sogenannte Unbestimmtheitsrelation, also etwas ganz Fundamentales in der Quantenphysik und wird irreführend oftmals als Unschärfe-Relation bezeichnet. Da ist aber gar nichts unscharf, ja, sondern es ist unbestimmt. Ich kann es nicht prinzipiell alles gleichzeitig bestimmen. Ja? Gut.
Eine Eigenschaft bestimmen heißt, dass ein Ding, jetzt mal hier in dem Fall das Elektron, einen Unterschied in der Welt machen muss. Und Unterschied machen, ein elementarer Unterschied, heißt Quantensprung. Ja? Also wenn die Leute fragen, ja, was ist denn ein Quant? Ein Quant ist ein Mängchen, ein kleines Mängchen. Und wenn der Unterschied elementar wird, dann kann ich den nicht weiter in kleinere Unterschiede zerlegen. Ich kann nicht mehr angucken, wie dieser Unterschied zustande kommt, sondern wenn der Unterschied elementar ist, ein kleinstmöglicher Unterschied, ja, dann erscheint der mir einfach sprunghaft. Ich kann nicht mehr zwischendrin gucken, sonst hätte ich kleinere Unterschiede. Irgendwann ist eine Grenze erreicht, dann bin ich elementar und deshalb spricht man immer von Quantensprüngen, weil ich nicht mehr hingucken kann, wie dieser Wechsel sich vollzieht. Ja. Das heißt sozusagen, Welt entsteht dadurch, dass eigentlich immer Differenzen gemacht werden, immer Unterschiede und eine Eigenschaft, also das Eigen, das stimmt eigentlich auch nicht, das müssen wir eigentlich Wechselbestimmungsschaft nennen, was natürlich ein schräges Wort wäre. Ja. Dieses Unterschied erzeugen heißt sozusagen im physikalischen Kontext eine Wirkung. Die Wirkung wird das zentrale Element der Quantenphysik. Ja. Ich habe ein kleinstes Wirkungsquantum, hat vielleicht schon mal jemand gehört. Und Wirklichkeit, im Deutschen sehr schön, im Englischen ja nur als Reality bekannt, ja, aber im Deutschen steht das Wort Wirkung da schon so schön drin. Ja. Und die Wirklichkeit besteht ausschließlich aus Wirkungen, also aus den Übergängen, ja, nicht aus Bestehendem, sondern aus dem Wandel. Ja. Durch und durch Wandel, es gibt überhaupt nichts Statisches, ja, sondern nur der Prozess des Wandels, der braucht eine kleine Zeitdauer und das ist sozusagen die Zeitdauer eines Quantensprungs und nur aus diesen besteht Welt. Sie hat dann ein Beharrungsvermögen, da sagt Herr Vollkammer vielleicht später mehr darüber, das nennen wir dann Masse, ja, dass sich sozusagen Ereignisse daran sehr zuverlässig wiederholen. Also bei massiven Dingen aktualisiert sich das immer in einer gleichen Weise. Ja, das Ding, wenn ich es bestimmen will, muss einen Möglichkeitsvorrat haben, der ist aber nicht beliebig. Mit Möglichkeit sagen wir immer, ja, möglich ist alles, ist aber nicht alles möglich. Bei einem Atom gibt es nur ganz bestimmte Energiezustände, die es annehmen kann und mehr geht nicht, das nennen wir dann Spektrallinien. Ja? Und ja, Möglichkeiten gibt es also unendlich viel mehr als das, was dann realisiert wird. Realisiert wird immer nur eine und da gibt dann sozusagen, ja, wenn ich Möglichkeiten gegenüberstehen habe zwischen nur einer Realisierungsmöglichkeit, dann kann ich im Grunde auch nur von Wahrscheinlichkeiten sprechen, dass eine Möglichkeit sozusagen real wird, also dass die einen Unterschied macht. Ja? Deshalb kommen die Wahrscheinlichkeiten in die Quantenphysik. Das ist nicht, dass da irgendwas unscharf ist und man könnte nur noch so ungefähr sagen, so im statistischen Mittel oder so. Sondern es gibt halt unter dem ganzen Möglichkeitsvorrat, wie soll ich es anders ausdrücken, einer wird wahr, ja, kann ich nur Wahrscheinlichkeiten angeben. Ja? Gut, wir schauen uns das mal an, wie das dann aussieht. Ich habe hier mal einen Ausschnitt aus einer massebehafteten, also mit Beharrungsvermögen ausgestatteten Realität gegeben. Kann man so nicht zeichnen, weil das schon statisch ist. Ja? Also das Bild ist falsch, trotzdem als Hilfskonstruktion mal. Ja? Das hat einen Möglichkeitsvorrat, das ist so der Möglichkeitsraum und da sind sozusagen, ich sage jetzt mal, wirkliche Möglichkeiten drin. Ja? Die kann ich vorausberechnen, wenn ich ein Atom präpariere. Das Präparieren heißt, ich habe schon einen fixen Möglichkeitsvorrat, wie das Ding sein könnte. Ja? Und diese Möglichkeiten, die sind sozusagen instantan vorhanden.